Moin moin und willkommen bei Simsantino. So, heute fangen wir mal meine erste Let's Build-Reihe an. Ihr seht hier schon, wie ich jetzt gerade dieses Haus planiere. Ich spreche das übrigens gerade aus dem Off ein. Leider geht das nicht anders. Ich wollte ein Speed-Build machen. Hat auch nicht geklappt und jetzt mache ich das eben so. Ich denke, es geht auch und ich kann mich beim Bauen einfach nicht konzentrieren und dann da noch bei reden. Also ich kann mich konzentrieren, aber ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Geplant ist ein Familienhaus. Ob es mir gelingen wird? Ja, es wird mir gelingen. Ein Familienhaus für eine etwas größere Familie auf kleinem Raum. Das war mir wichtig. So, ab und zu mal ruckelt das ein bisschen. Zumindest bei mir. Ob das bei euch ruckelt, weiß ich nicht. Bei meinem Schneideprogramm ist das nur so. Mein PC ist absolut überlastet halt mit diesem ganzen Kram. Weil es 4K ist und dann noch sonst was. Ich glaube, ihr seht das nicht mal in 4K, was auch gar nichts macht. Das könnt ihr nämlich auch gar nicht sehen. So, genau, da war ich schon so ein bisschen dabei, jetzt hier das zu machen. Ich habe das so gemacht, dass es im Dach drin ist. Das ist ja relativ gang und gäbe in Deutschland hier, denke ich mal so. Zumindest kenne ich das jetzt so, dass das so ist, dass man tatsächlich im Dach nochmal drin ist, was kein Dachboden ist, sondern dass das Dach wirklich so da dran ist und dass man die Räume da hat. Manchmal hat man dann sogar noch schräge Wände. Das haben wir jetzt ja in Sims nicht. Genau, und dann da oben noch drauf. Da bin ich tatsächlich schon relativ erfahren. Ich habe schon viel Ahnung, so was Dachbau angeht. Also was heißt viel Ahnung? Früher waren es die hässlichsten Dächer überhaupt. Aber inzwischen habe ich mich schon relativ gut verbessert. Und ne, wisst ihr so, das kennt ihr bestimmt auch. Ne, das ist irgendwie so typisch deutsch, glaube ich. Das gibt es zwar auch wahrscheinlich in anderen Ländern, aber ich fand das cool. Dann habe ich das gemacht. Oh, da habe ich vergessen. Ah ne, habe ich doch nicht vergessen. Ich dachte gerade direkt einen Fehler entdeckt. So, das lassen wir aber nicht da, weil das ist ein Kasten, ne? Das kann jeder. Wir packen da gleich noch so eine Ausbuchtung, nenne ich es mal, dran. Garten wird am Ende nicht so groß, das spoiler ich schon mal. Aber es ist trotzdem okay. Es gibt einen Garten mit einer Grillecke. Die Kinder haben einen kleinen Sandkasten. Ganz cool geworden eigentlich. Erst dachte ich, hätte viel zu viele Räume. Und später habe ich gemerkt, es sind viel zu wenig und viel zu kleine. Ich habe da tatsächlich auch einen YouTuber-Raum noch mit eingebaut, ne? Das erzähle ich euch schon mal. Das war dumm. Ja, das war sehr dumm. Und ein Büro ist auch noch da, also es ist schon groß, ne? Deswegen, ich habe mir gar nicht so vorgestellt, welche Sims leben da. Die würden... Ich kann nicht mehr reden. Die werden wir auch nochmal erstellen dann. Irgendwann live vielleicht sogar, denn ich habe einen PC, der das auch ab kann mit live und so. Gut, der kann das nicht ab, dass ich hier ein Video im Nachhinein aufnehme oder schneide, aber er kann live sein. Nein, der ist gut, aber das ist 4K und dann da noch mit doppelter Geschwindigkeit und so, damit kommt er einfach nicht klar. Das ist ziemlich mächtig. Früher ging das, ne? Früher, ich habe ja schon so ein Speed-Video. Das ging früher. Aber da hatte ich auch eine schlechtere Qualität. Jetzt mache ich auch in 4K oder 2K. Das ändere ich wahrscheinlich auch wieder. Das weiß ich noch nicht genau. Das hier lasse ich übrigens auch nicht so. Dann habe ich, glaube ich, das hier am Ende genommen, oder? Da war ich so ein bisschen am gucken, was nehme ich. Ich wollte auf jeden Fall Stein, weil ich wollte typisch deutsch, richtig so Stein und so. Also auch nicht das Modernste, ne? Nee, das habe ich, glaube ich, genommen. Genau, das war das, ja. Genau, das hatte ich genommen. Ist ganz cool, nur so zur Info, ich bin immer noch nicht fertig mit dem Haus, aber ich merke, dass ich jetzt schon seit ein, zwei Wochen am Rumwerkeln bin und nie kommt das Video. Darum spreche ich das jetzt schon mal ein. Nicht wundern, ich rede sehr schnell und sehr laut, weil ich hier im Off einspreche, dann bin ich einfach meistens viel fitter und muss mich nicht aufs Gameplay konzentrieren, das ist eigentlich viel besser so, ne? So, genau, dann habe ich das da noch hingepackt, das war auch ganz cool. Also was heißt das? Ganz cool, aber ne, das gehört irgendwie so auch dazu, diese Dachleisten, dass das nicht so komisch aussieht, das fand ich ganz schön. Genau, und ich habe auch Solarzellen verbaut. Gut, das ist jetzt der Schornstein, ne? Aber ich habe auch Solarzellen verbaut, wir sind ja hier ökologisch und modern, ne? Ja, das fand ich ganz cool, ich dachte, die haben wir, habe ich noch nicht so oft benutzt. Doch, habe ich schon oft benutzt, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich halt Solarzellen benutzen. Ich fand das cool, ich habe sie länger nicht mehr benutzt, sagen wir es mal so. Gut, ich hatte auch eine kleine Sims-Pause gemacht, zwischenzeitlich. Genau, habe ich da Move Objects schon angemacht? Nee, da hatte ich es auf jeden Fall noch nicht an und denke dann, das ist immer Pflicht beim Bauen. Also ist nicht Pflicht, aber also ohne Move Objects würde ich, glaube ich, keine Häuser mehr bauen. Ganz früher gab es das, glaube ich, nicht, oder? Da gab es gleich nur so ein Zwischending. Ich weiß es aber auch nicht genau. Also ich spiele Sims nicht seit Anfang. Aber ich glaube, ganz früher gab es das noch nicht. So, ihr könnt mal schreiben, ob das zu viele Solarzellen sind oder ob das genau perfekt ist. So. Genau, dann ging es an die Fenster. Keine Ahnung, warum ich mir sowas angeglotzt habe. Nur so zur Info. Ich habe mir öfter Objekte angeschaut, die ich noch nicht kannte. Nicht, weil ich irgendwie Interesse hatte. So, jetzt wird auch schon www.moveobjects eingegeben.
Was habe ich das langsam geschrieben? Ich weiß nicht, dieses Wort Move Objects, da vertippe ich mich oft. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist immer so ein gefährliches Wort, aber da vertippen sich andere auch öfter. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Wort, da vertippt man sich schnell. Da muss ich immer ein bisschen langsamer. Ich bin ja ein Schnellschreiber, falls ihr es noch nicht wusstet. Nee, wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Aber ich bin ein richtiger Schnellschreiber, ja. Aber Move Objects, das kann man nie schnell schreiben. Also ich kann das zumindest nicht. Nur so zur Info, später kommt das Ganze auch nochmal auf ein Fundament und wir bauen noch eine Garage dazu. Ich sollte nicht so viel spoilern, das macht man eigentlich nicht. Naja, nur so zur Info, falls ihr das so nicht so schön findet, das wird dann alles noch ein bisschen geändert. Und der Gartenbereich, der ist mir gelungen, finde ich. Also der war ganz cool, also den sieht man jetzt noch nicht, aber der war mir eigentlich ganz gut gelungen. Vielleicht ist mein Haus auch ein bisschen inspiriert an andere Häuser und an andere Reihen. Aber jetzt nicht irgendwie geklaut, denn da ist mein Haus tatsächlich doch nochmal extrem anders. Aber vielleicht habe ich so ein bisschen die Einteilung und so ein paar Ideen von den Platzierungen der Objekte geklaut. Aber auch nicht wirklich, ne? Genau, da war ich am Überlegen mit den Fenstern. Mir gefallen diese hellen Fenster nicht mehr so richtig. Da würden mir andere besser gefallen. Genau, in diesem Holzstil habe ich das gemacht. Ich habe aber nicht irgendwie andere Objekte darauf angepasst, glaube ich. Schreibt das mal rein. Findet ihr das cool oder nicht? Also ich finde es irgendwie nicht mehr so toll. Also ich bin nicht mehr überzeugt. Vor allen Dingen bin ich nicht mehr überzeugt von der Strategie, mach alles voll mit Fenstern. Das war nämlich irgendwie so eine Strategie bei mir. Also ich baue ja gern mit Fenstern, weil ich finde immer, ja, da muss immer so Licht rein und so. Aber das finde ich inzwischen gar nicht mehr so. Irgendwie denke ich manchmal, guck doch mal, das ist ein Bad voll Fenster, ja. Ich sag so, wie es ist, ne? Ja, genau, da hatte ich die angemacht, die Kästchen, die mögt ihr ja nicht so gern, also nicht ihr, aber ich kenne das aus anderen Communities, die meckern dann immer rum, was sollen die Kästchen? Verstehe ich, ich mag die Kästchen persönlich auch nicht so gern, wenn ich irgendein Bauvideo gucke. Manchmal braucht man die Kästchen aber, ne? Manchmal geht es nicht ohne Kästchen. Gerade wenn man am Bauen ist und das symmetrisch werden soll, braucht man Kästchen und dann muss man die aktivieren, dann müsst ihr es hinnehmen. So, genau. Ja, Fensterüberflutung ist da, würde ich mal sagen, ne? Genau, jetzt kommen, glaube ich, auch schon die Raumauftank. Ne, oben habe ich erst noch Fenster. Ne, oben habe ich keine. Genau, ich habe oben gar keine Fenster gemacht. Habe ich später noch geändert. Ich rede echt viel und sehr laut, ne? Ja, egal. Genau, da war ich mir überlegen, mache ich das offen oder zu? Dann habe ich mich für Bögen entschieden. Oh ja, die Treppe, die war ein bisschen chaotisch. Da habe ich erst überlegt, ich wollte das gerne da direkt dran packen. Das passte nicht. Und dann denke ich, das ist blöd. Mir gefällt die Treppe inzwischen auch gar nicht mehr. Also, ich hatte extreme Probleme damit, irgendwie das einzurichten. Ich fand das sehr unordentlich. Ich habe tatsächlich Objekte gelöscht. Ich mag das ja gern. Ich wollte da so ein bisschen Familienfeeling mit einbringen und ein bisschen unordentlich und so. Ich mochte das nicht mehr. Dieses Haus wurde von Objekt zu Objekt hässlicher und unordentlicher. Und vor allen Dingen nicht unordentlicher, sondern unübersichtlicher. Darum geht es. Man hatte keinen Überblick mehr darüber, was ist überhaupt jetzt hier und was nicht und was ist das da und ich kann da nicht hinklicken. Das muss ja auch spielerfreundlich sein. Ich werde in diesem Haus womöglich nie spielen. Wobei, wir könnten da mit der WG eigentlich hinziehen, ne? Wäre gar nicht so schlecht, oder? Gut, ist aber Familienhaus, ne? Das ist kein WG-Haus, ne? Vielleicht fange ich ja tatsächlich doch nochmal wieder so ein Familien-Let's Play an. Eher nicht, ne? Wir haben die WG, die möchte ich jetzt auch nicht so bald beenden. Die werde ich ja auch in Sims 5 übertragen mit Cheats und so. Tatsächlich, ich werde in Sims 5 gehen, die erstellen, dann wieder cheaten, sodass die dieselben Fähigkeiten und Co. haben. Ja. Genau, so werde ich das tatsächlich machen, denn die WG möchte ich gerne in Sims 5 auch noch haben. Diese Wände habe ich weggemacht, weil ich denke immer so, diese Treppen immer so eingeengt, warum? Das sieht scheiße aus, das ist noch schlimmer, ne? Dann ist das alles so auch unübersichtlich und so zu einfach, alles zugesperrt, ne? Entschuldigung. Ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich muss mal kurz einen Schluck Tee trinken, denn so viel rede ich eigentlich nie und so laut. Also so bin ich das nicht gewohnt, so viel zu reden. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ihr macht wahrscheinlich das Video ein bisschen langsamer, weil ich zu schnell und zu viel rede. Aber wenn ich eben so reden kann, ne? Das ist anders wie beim Gameplay, dann mache ich das auch, ne? Dann rede ich und rede und rede. So. Ja, sieht doch schon mal ganz cool aus. Also ich finde den Grundriss ganz cool. Ist nichts Spektakuläres, ne?
Aber ich find's trotzdem cool. Und schreibt mir Ideen für Häuser rein. Sonst muss ich wieder auf Pinterest gehen und so nach neuen Ideen suchen. Ich mag es immer gern, wenn ich eine Liste hab und zack abhaken kann und zack, dann habe ich eine neue Idee. Und ihr könnt ja auch gerne mal ein paar Ideen reinschreiben, wie die Sims so sein sollen, weil ich werde die Sims erstellen. Oder ich erstelle die einfach live, dann könnt ihr die live reinschreiben. Das werde ich aber ankündigen im Diskussionstab. Genau, guckt mal in den Diskussionstab. Ich weiß, den nutzen viele nicht. Also die kleinen YouTuber, die haben ja nur so einen, die großen haben ja Community-Tab. Bei den kleinen steht da kaum was drin. Ich nutze es gerne. Also ich schreibe da total viel rein und sind immer neue Kommentare von mir zu finden. Weil mir fehlt dieser Community-Tab. Irgendwie habe ich immer so dieses Bedürfnis, euch was zu schreiben, ne? Einfach ein paar News oder so oder anzukündigen, wann kommt ein neues Video. Da habe ich einfach das Bedürfnis nach, ne? Irgendwie habe ich einfach Lust, euch was zu erzählen, ne? So ein paar Hintergrundstories und so. Das gehört dazu und ich mache gern Ankündigungen vor allen Dingen auch. Und das mache ich auch weiter, ne? Guckt da rein, das ist wirklich total toll, da in den Community-Tab zu gucken. Achtung, es wird laut, mein Hund ist da. Das hatte ich jetzt geplant, diese vier Kästchen da als WC exklusiv für das Zimmer. Nee, denn hier soll das andere Badezimmer rein oder ist das andere Badezimmer drin? Dann denke ich mir auch, wie hässlich sieht das denn aus, wenn man das spielt dann, ne? Zwei WCs nebeneinander. Nee, da habe ich einen begehbaren Kleiderschrank reingemacht. Ist natürlich schade um den Platz, aber ich dachte, komm, das muss da rein, ne? Irgendwo müssen ja die ganzen Klamotten von der Familie gelagert werden und dafür haben die da halt ein Klamottenlager. Achso, genau, einen Keller gibt es auch. Und ich, leckt das jetzt oder was ist jetzt los? Ach nee, ich glaube, da war ich ein bisschen abgelenkt, oder? Nee, es ist tatsächlich angehalten. Warum? Warum ist es angehalten? Ist alles angehalten? Nee. Nee, ist nicht alles angehalten, aber irgendwie, läuft gerade nichts bei mir. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind, ne? Also für mich ist das Bild gerade angehalten, für euch nicht, denn ich kann weiter reden, das Ding nimmt weiter auf. Ich werde ganz kurz stoppen und kurz gucken, was da abgeht, ne? Bis gleich. Okay, komisch, irgendwie ein kleiner Bug. Es ging nicht, jetzt geht's gleich weiter, hoffentlich. Also ich hab's laufen gelassen, jetzt müsste es gleich wieder gehen. Irgendwie ist das so ein kleiner Bug, dass das hängt. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Irgendwie, ich glaube, meine Aufnahme hat geruckelt, ja? Tatsächlich, meine Aufnahme hat ein bisschen geruckelt, teilweise. Fragt mich nicht, warum. Ich werde das nochmal versuchen, in den Griff zu kriegen. Ne, ihr dürft nicht vergessen, ich habe keinen Profiklassen-PC. Aber ich habe einen guten Mittelklassen-PC, auch keinen Unterklasse, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall einen guten PC. Daran liegt es nicht. Aha, da habe ich gecheatet. Genau, warum habe ich Babypunkt... Ah, war hier der Übergang auf was anderes? Nee, warum? Okay. Okay, irgendwas habe ich hier ausprobiert, glaube ich. Bitte fragt mich nicht, was ich da ausprobiert habe. Ich sehe es nämlich nicht. Ja. Gut, genau, weiter geht's. Wir waren beim Keller. Ja, und ich werde gleich ein Objekt nach dem anderen rausplatzieren. Das ist ziemlich langweilig. Ich gehe gleich in den Debug. Nee, Quatsch, ich gehe gar nicht in den Debug. Ich gehe durch alle Packs durch, die ich habe und platziere dort Deko-Objekte raus. Ja, tatsächlich. Ich will nämlich unbedingt alle Features, die mir gefallen, aus den Packs mitbringen. Tatsächlich, ja, wirklich. Also, das klingt bescheuert, ne? Aber ernsthaft, ich habe wirklich jedes Pack durchgegangen und habe alle Objekte rausplatziert. Am Ende hatte ich absolut keinen Überblick mehr darüber, was ich machen soll, ne? Ist ja klar... Alles war voll Objekte und ich denke so, was mache ich denn jetzt? Ja gut, und dann habe ich halt alles verwendet, soweit es ging natürlich, ist ja klar. Und war ganz okay dann, aber ich habe auch viel gelöscht. Also ich dachte, das kann man vielleicht noch verwenden und dann ging es nicht. So, ihr seht jetzt hier auch schon eine grundlegende Raumaufteilung. Mein Hund ist gerade da, das ist ziemlich blöd, der ist jetzt weg, das ist doch gut. Dann nervt er nämlich auch jetzt hier nicht in der Aufnahme. Genau, hier ist nämlich schon die simple Raumaufteilung, wie ihr hier sehen könnt. So, da ist ein Büro, was ich da jetzt gezogen habe. Dann da, was ich da jetzt ziehe. Nee, ich ziehe da gar nichts. Was ist da denn überhaupt? Ach ja, da habe ich Wohnzimmer noch dran gepackt, ne? Ich war mir gerade gar nicht sicher. Was habe ich gemacht? Was mache ich? Mache ich das jetzt schon? Was mache ich? Okay, keine Ahnung, manchmal bin ich ein bisschen durcheinander. Genau, das, was ich da jetzt ziehe, das und dieser Raum daneben, nicht das Büro, wird zu einem Raum später noch. Und da kommt noch ein WC rein. Genau, sonst wird das Wohnzimmer nicht passen, das habe ich ausprobiert. So, da ist die Küche dahinter, das mit diesem Eck, das ist das Esszimmer. Genau, das hier ist die Küche,
Und da ist das Esszimmer. Da habe ich dann tatsächlich auch zum ersten Mal die Objekte aus dem Update benutzt. Es gab ja das neue Update, das habt ihr hoffentlich auch gesehen. Ja, war ja ganz cool. Da gab es dann auch neue Tische, Stühle und Co. Nicht sonderlich viel, aber es war okay. Also man kann damit arbeiten schon. Ja, und dann, genau, da sollte ein Kinderspielraum rein. Das ging gar nicht. Dann hatte ich da tatsächlich ein komplettes Schick mit Strickbastelzimmer drin. Ging auch nicht. Ich wusste nicht mal mehr, was da drin war. Und dann habe ich das halt einfach eingerissen und habe das zum Wohnzimmer mit ein bisschen Flügel, also mit einem Klavier gemacht. Das war ganz cool. Und ein paar Kinderspielsachen und ein Kamin und all sowas halt, ne? So, jetzt geht's auch schon an die Türen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch in diese Aufnahme kommen. Ich nehme auch nicht alles am Stück jetzt auf. Ja, da habe ich erst das genommen. Das sieht ja scheiße aus. Ja, auf gut Deutsch gesagt, ne, das hängt dann da so raus. Nee, da haben wir dann einfach die klassischen Türrahmen benutzt, wie wir das immer kennen. Ja, und dann, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich das jetzt schon gemacht mit dem Packs? Nee, aber demnächst. So, hier habe ich dann tatsächlich nochmal nach Boden geguckt. Da habe ich den genommen. Ich mag den. Der passt aber jetzt nicht von den Farben zu den Fenstern und Türen. Ich ändere den, glaube ich, nochmal. Und natürlich auch hier eine Tapete. Da habe ich einfach so eine einfarbige genommen. Ist ja nur der Eingang. Blau habe ich genommen, genau. Blau ist übrigens die Farbe der Konzentration. Nur so zur Info. Also für Arbeitszimmer. Wenn ihr ein Arbeitszimmer einrichtet, auch in echt, blau, streicht es blau. Am besten so ein bisschen dunkelblau. Das ist die Farbe der Konzentration. Dort kann man sich besser konzentrieren. Deswegen sind übrigens auch die meisten Nachrichtensendungen blau, damit man sich besser auf die Nachrichten konzentrieren kann. Fragt mich bitte nicht, woher ich das weiß. Das habe ich irgendwo mal irgendwo gelesen, gehört. Ja, das ist tatsächlich so ein Fakt, der stimmt. Das ist wahr, tatsächlich. Blau ist die Farbe der Konzentration und deshalb sind Nachrichtensendungen vor allen Dingen auch blau. Ja, da habe ich auch selber Erfahrung mit, weil ich auch, ja, was heißt, ich habe eine eigene Nachrichtensendung, noch nicht so ganz, so halb, aber ich habe auch ein Studio und Design und so. Schaut da mal vorbei, ich werde euch das einfach irgendwann mal verlinken, wenn das soweit ist. Ah ja, ich habe Jahreszeiten an, das habe ich gerade gar nicht gemerkt, genau. Ich bin im Jahreszeitenpack am gucken, das wird so ein, das soll so ein Jahreszeiten und ab ins Schneeparadies Pack werden, Haus werden, ist es nicht geworden. Alles mit drin. Natürlich, wie immer, gibt es nicht in der Galerie. Ich werde da nochmal versuchen. Ich schreibe zu EA hin, die sollen mir bitte mal die Daten zu meinem Konto geben. Dann ändere ich das und dann mache ich mich halt über 14. Ja, ich sage das jetzt so, auch wenn man das ja nicht machen sollte, ist ja ein bisschen Lügen, ne? Ne, ich mache das tatsächlich dann. Und dann mache ich mich einfach ein bisschen über 40. 40, sage ich vor allen Dingen, 14. Und dann lade ich euch das auch hoch, denn alle meine Kreationen sollt ihr auch in der Galerie finden können. Denn manche haben vielleicht, Entschuldigung, Bock auf solche Kreationen von mir, wollen sich das anschauen, wollen das benutzen und dann möchte ich das gerne auch euch ermöglichen, ne? So, wir sind schon an die Arbeit, da habe ich gar nicht so viel gefunden, erst dachte ich, ich nehme diesen Kalender, den habe ich glaube ich später nochmal ersetzt durch diesen Hunde- und Katzenkalender, weil das sieht jetzt echt nicht so schön aus. Genau, dieses Brieffach, das benutze ich auch gern, vielleicht hat man die Briefe gelagert. Diese Boxen, die habe ich noch woanders hingepackt, ins Arbeitszimmer, fand ich ganz cool. Ja, ansonsten habe ich hier, glaube ich, nicht mehr so viel von benutzt, denn da war jetzt ja auch nicht so viel bei. An die Arbeit ist halt das Pack der Arbeit. Soll ich das Ding wirklich da im Eingang lassen? Also ich habe das dahingestellt. Nicht dahin, aber das ist tatsächlich in dem Raum. Ihr werdet es dann später noch sehen. Bücherregale habe ich, glaube ich, auch welche von benutzt. Nee, gar nicht. Dann geht es direkt zur Zeit für Freunde. Ja, war, glaube ich, mein zweites Erweiterungspack, was ich mir gekauft habe nach Jahreszeiten. Ja, ich bin mit Jahreszeiten angefangen. Damals war das total neu. Jahreszeiten ist mein Lieblingspack, weil es einfach mein erstes Pack war, was ich hatte. Ja, also Jahreszeiten, ganz klar, ist mein Lieblingspack. So, da kommen wir dann mit zum Partykeller, da kommen jegliche Aktivitäten rein, genau hier mit der Tanzfläche von Zeit für Freunde. Wenn man da mal so richtig Party machen will, ne, dann ist das da, dann kann man das machen. Genau, habe ich den da tatsächlich unten reingestellt? Nee, gut, weil ich dachte gerade, ich hätte diesen Automaten da reingestellt. Genau, hier die Aktivitäten für Gruppen. Das habe ich weggemacht und dann durch dieses Holzding ersetzt. Genau, die Gruppenaktivitäten habe ich mit eingebaut. War auch ganz cool, ne? Was habe ich sonst noch gemacht? Nee, da habe ich, glaube ich, nichts mehr von benutzt. Doch, das Teil. Das bleibt da nicht ganz. Das kommt dann noch woanders hin, aber es wird auf jeden Fall verwendet. Und dann war auch nichts mehr dabei. Genau, die Sachen finde ich eh später dann. Die habe ich dann noch da hinten hingehangen. Da habe ich auch ein paar, glaube ich, von gelöscht, weil ich habe so viele Regale für die Küche gefunden. Die konnten gar nicht alle bleiben.
Und ein Tellerschrank nach dem anderen. Das waren auch zu viele Tellerschränke. Ich musste ein paar Tellerschränke löschen, weil ich irgendwie, glaube ich, 10 Tellerschränke gefunden habe. Damals habe ich nie einen benutzt und plötzlich finde ich die. Das Problem ist, ich arbeite immer über dieses Einrichten nach Raum und nicht Einrichten nach Kategorie. Wer Einrichten nach Kategorie benutzt, findet mehr als der, der Einrichten nach Raum benutzt, ne? Also benutzt Einrichten nach Kategorie. Manchmal, manche Sachen finde ich nicht. Ich weiß zum Beispiel Regale, diese Hängeregale, die man frei bewegen kann. Ich weiß nie, wo die sind. Dann gehe ich immer einrichten nach Kategorie. Da weiß ich das genau. Lernt das. Das ist ein bisschen aufwendig, wenn ihr immer einrichten nach Raum gemacht habt. Aber eure Häuser werden schöner, weil ihr alles findet, was ihr braucht. Die habe ich da übrigens nicht gelassen, weil die sind da mega dumm platziert. Dann kann man da nicht mal sitzen, ne? Weil diese blöden Blumen da stehen. Die habe ich aber dann später im Esszimmer übrigens verwendet. So, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und dann, ja, was heißt, dann sehen wir uns wieder. Für euch geht das jetzt ja direkt weiter, aber ich brauche halt eine Pause. Ich kann nicht da eine Stunde lang moderieren. So, genau, diese Rohre habe ich dann da unten noch hingestellt. Das wollte ich noch kurz ansagen und dann erstmal Stopp. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich stehen geblieben war. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal wieder ein bisschen rein. Genau, da war ich im Keller. Genau, die Rohre hatte ich platziert und ein bisschen anderen Kram. Die Tanzfläche wird natürlich auch nochmal anders gemacht. So, ja, dann sind wir bei Hunde und Katzen angekommen. Nee, da nehmen wir natürlich erstmal größtenteils nichts. Ja, ich habe dann Hundebett platziert. Ich dachte, vielleicht nehmen wir doch ein paar Hunde. Nein, das tun wir später nicht. Das lösche ich wieder. Wobei, na, vielleicht, schreibt das mal rein. Sollen wir doch noch Tiere einbauen? Ja, nein. Genau, ein Aquarium hatte ich auch einfach nochmal reinplatziert ins Haus. Diesen großen Tellerschrank musste ich dann später doch löschen. Der passte nicht mehr, oder? Habe ich den doch noch gelassen? Nee, der passte nicht mehr, genau. Dann hatte ich geguckt, hier waren viele Poster dabei. Irgendwie bescheuert, dass sich dieses Hund- und Katzenpack so viel mit diesen Postern beschäftigt hat, die man eh nie benutzt, oder? Ist das so? Genau, und dann habe ich da noch ein bisschen weiter geguckt. Ja, klar, das Essen darf natürlich nicht fehlen für die Tiere. Und die habe ich auch noch gelöscht später, weil die passten einfach nicht mehr. Und ich mache mal kurz auf Pause. Genau, und dann nehme ich halt noch so ein paar weitere Sachen. Ja, der Staubsaugerroboter darf nicht fehlen. Ja, der ist da in der Wand. Braucht ihr nicht reinschreiben. Ich habe sowas noch geändert. Ich habe das gesehen. Das kam dann ins Badezimmer. Ja, das habe ich, glaube ich, auch da gelassen. So. Dann, was habe ich sonst noch gemacht? Nee, dann habe ich nichts mehr. Dann war ich ins nächste Pack. Jahreszeiten hatten wir, dann waren wir bei Werde berühmt. Dann habe ich mich nämlich spontan dazu entschieden, einen YouTuber, ja, zu machen. Dass wir da ein YouTube-Zimmer einrichten, fand ich ganz cool. Ja, dann habe ich mir die Kamera nochmal angeguckt, auch wenn ich die kenne, aber ich finde die einfach so cool, die Kameras. Genau, also Werde berühmt ist auch ein cooles Pack, mag ich gerne. Und den hatte ich da platziert, den habe ich dann wieder gelöscht. Also das war auch nur Deko erstmal. Da hatte ich überlegt, nehme ich solche Balken und dann direkt, nee, nehme ich nicht. Sowas habe ich bis jetzt noch nie verwendet, irgendwie solche Balken. Vielleicht soll ich sowas mal öfter verwenden, oder? So, genau. Dann habe ich mir das angeguckt. Ja, das habe ich auch rausplatziert, weil ich mir das einfach nochmal angucken wollte. Wie sah das nochmal aus, auch wenn ich das eigentlich kenne. Da ist es jetzt. Genau, da habe ich das reingestellt. Der Raum fehlt noch. Der wird danach noch reingezogen. Irgendwie schön, dass ich mal wieder sehe, wie das Haus am Anfang so aussah, weil jetzt ist das Haus so gut wie fertig und dann sehe ich das Haus wieder am Anfang. Genau. Dann Inselleben, ja, da habe ich auch reingeguckt. Ich glaube, ich habe die Küche aus Inselleben genommen. Nee, Quatsch, habe ich nicht. Hier, das Teil habe ich mal kurz rausplatziert. Das mache ich nämlich gleich. Dann mache ich so einen kleinen Lifehack raus, so ein Let's Build Hack. Das sage ich euch schon mal, das kommt dahin. Das zeige ich euch gleich. Oder mache ich das jetzt direkt? Nee, das mache ich gleich. Ihr werdet dann sehen, was ich mache. Da kann man eine Wickelkommode rausmachen. Das werdet ihr dann nochmal sehen. Ist ganz cool. Die Idee hatte ich, glaube ich, von simfans.de. Ja, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der hat solche DIY-Tipps gemacht, wie man so bauen kann. Solche Sachen bauen kann, meine ich. Und das fand ich auch ganz cool. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Ja, da habe ich mal angeguckt. Das habe ich sonst noch nicht gekannt. Also diese Dächer. Aus Inselleben. Inselleben ist für mich auch ein relativ neues Pack. Also ich habe mir Inselleben auch nicht beim Release geholt. An die Uni, da hatten wir, glaube ich, auch nicht so viele Sachen raus verwendet, weil da auch gar nicht so viel war. Genau, den Robotertisch hatte ich mit rausplatziert. Da hatte ich, glaube ich, auch nichts mehr von verwendet. Genau. Da sonst auch nicht. Genau, das ist Mod. Das sind Autos, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Auf der Basis vom Fahrrad. Das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Bald mache ich auch Mod-Vorstellungen, aber erstmal Let's Play, dann Let's Build und dann alles zusammen mit dann eben auch Mod-Vorstellungen.
So, das darf natürlich auch nicht fehlen. Gut geplanter Tag, immer sinnvoll. Plant eure Woche, macht einen Wochenplan, habt so eine Pinnwand, kann ich immer empfehlen auf jeden Fall. Geplant, lebt es sich besser. Dann geht's direkt schon zu NL, also nachhaltig leben. Gut, jetzt habe ich gerade spontan eine Abkürzung dafür erfunden. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie war mir gerade danach, diese Abkürzung zu nennen. Keine Ahnung warum. Das Teil habe ich auch noch gelöscht, später wieder, auch wenn es cool ist, das nicht. Ja, das habe ich dann auch später wahrscheinlich wieder gelöscht, weil ich einfach zu viele Regale hatte. Am Ende passte dann nicht mehr das so, wie ich das wollte. Dann habe ich das auch gelöscht. Das Teil habe ich, glaube ich, nicht gelöscht. Das war ganz cool. War auch ein bisschen moderner, ne? So mit diesem Eisen. Also Metall, nicht Eisen. Das Teil, immer Pflicht, muss überall mit rein. Und sonst, ja, das hatte ich auch erstmal platziert. Habe ich später auch wieder gelöscht. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft in meinem Container Family oder Container Starter oder so verwendet. Klar, diese Boxen dürfen auch nie fehlen. Und dann waren wir schon in Ab ins Schneeparadies. Ich habe gerade überlegt, finde ich jetzt schnell auf die Schnelle eine Abkürzung? Nee, habe ich nicht gefunden. Macht auch nichts. Das hatte ich auch wieder gelöscht später. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt auch nicht zu sehr, wo wir da ein bisschen durchgucken. Aber ihr merkt schon, ich suche halt verschiedene Objekte raus. Die Accessoires-Packs und die Gameplay-Packs habe ich übrigens auch noch angeschaut, weil ich wirklich alle Packs nochmal so im Blick haben wollte. Ne? Dann kann man auch sowas machen wie, ich überlege gerade, was haben wir so für Objekte? Stimmt, da war nochmal das in nachhaltig leben. Dann gibt es noch das Passende dazu vielleicht an die Uni. Lass mal was damit machen oder so. Und das ist halt toll, wenn man das kann. Aber das kann doch nicht jeder. Also das kann ich auch nicht, ne? Weil man kennt seine Objekte einfach noch nicht so gut. Deswegen muss man öfter mal wirklich nochmal durchgehen und so. Habe ich jetzt auch nochmal gemacht eben. Damit man wirklich später sagt, ah ja, stimmt, da kann man das auch nochmal für verwenden. Und diese Wandbriefkästen. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach nur cool. Also, ich hoffe, dass wir noch mehr bekommen, weil das ist immer noch nicht so dieser typische, ne? So ein richtig typischer Briefkasten. Gut, was ist ein typischer Briefkasten? Ja, so ein Wandbriefkasten ist schon typischer als diese stehenden Briefkästen. Das ist immer eher so amerikanisch, ne? So, da sind wir schon bei Gaumenfreuden und Outdoor-Leben hatten wir gerade schon. Gaumenfreuden habe ich, glaube ich, gar nicht so viel von verwendet, oder? Ja, da habe ich überlegt. Nee, da habe ich tatsächlich kein Objekt. Doch, das habe ich verwendet. Habe ich das verwendet später noch? Nee, das habe ich später doch noch gelöscht. Erst hatte ich das. Elternfreuden. Ganz, ganz wichtig. Mega cooles Pack. Die Küche ist aus Elternfreuden. Diese Tafel darf auch nicht fehlen. Die Bücher auch nicht. Und Kinderspielzeug hatte ich da noch ein bisschen reingestellt, um zu markieren hier. Das ist da der Kinderraum. Diese Box darf auch nie fehlen, die kommt ins Wohnzimmer. Und dann gucken wir weiter. Genau, das Teil darf auch nicht fehlen, fürs Badezimmer immer. Jetzt habe ich das zweimal platziert. Das muss ich nochmal löschen, glaube ich. Nee, das ist gar nicht mehr da, stimmt. Ja, und dann diese Spielbox, auch mega cool. Ja, da sind die Küchensachen, die finde ich später eh. Also manche Sachen finde ich halt nicht, wenn ich am Bauen bin. Weil ich eben nicht mit diesen Objekten nach Funktion, sondern nach Objekten nach Zimmer gehe. Genau, da war nichts bei. Vintage Glamour habe ich, glaube ich, auch nichts verwendet. Nee, genau. Bowlingabend habe ich auch nichts verwendet. Nee. War halt nichts bei, so was passt. Waschtag, da werde ich später noch was von verwenden. Habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, weil ich da daran denken werde. Moschino, keine Ahnung, wie es heißt, ich weiß immer noch nicht. Ja, da habe ich später, glaube ich, noch die Lampen verwendet fürs YouTuber-Zimmer und dieses Stativkram. Das habe ich dann auch von da aus ins YouTuber-Zimmer geräumt. Ja, da habe ich noch ein bisschen umgebaut. Ja, die Zeitschriften habe ich auch später noch irgendwo verwendet. Tiny Houses, genau, da kommt jetzt das Teil. So habe ich das letztens auch noch beim Let's Build von simfans.de gesehen, von dem ja diese Idee mit diesen Wickelkommoden kommt. Und ja, da habe ich das dann auch nochmal wirklich in Action gesehen. Ich hatte dieses DIY-Tutorial gar nicht mehr im Blick und dann habe ich das nochmal gesehen. Und dann fiel mir ein, stimmt, das könnte man auch nochmal voll gut dafür benutzen. Ne, voll cool, oder? Also dieses Inselleben-Teil und dann die Kommode. Es gibt tausend Methoden. Ich habe es tatsächlich später nicht mit der Tiny Houses Kommode gemacht. Ich habe eine eigene Kommode gefunden, die dafür geeignet ist. Und Tiny Houses ist auch immer cool, kann man immer viel verwenden. Tiny Houses ist mein Lieblings-Accessoires-Pack. Accessoires? Ich habe keine Ahnung.
Ja, die Pflanzen dürfen auch nicht fehlen und diese Küchenregale und so mag ich auch gern. Tiny Houses allgemein bringt viel Deko mit. Das Teil habe ich auch noch irgendwo platziert. Genau. Und dann, ja, das war's auch. Dann sind wir zu Schick mit Strick nochmal rüber. Da seht ihr es jetzt. Ich habe tatsächlich alle Basteldinger hier in diesen Kinderraum gestellt. Vielleicht jetzt noch nicht. Doch, jetzt auch, oder? Genau, das habe ich da alles, glaube ich, reingestellt. Alle Objekte. Tatsächlich habe ich das. Und das habe ich in diesen Kinderspielraum gemacht dann. Später, das habe ich auch wieder gemacht, weggemacht. Das kommt in den Keller. Ich dachte mir so, die Kinder basteln vielleicht. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also klar, Playmobil kennt ihr. Damit hatte ich mich auch schon eine Zeit lang beschäftigt. Dazu habe ich auch so einen YouTube-Kanal. Da kann man da auch so ein paar Sachen zu basteln. Und dann dachte ich vielleicht so, dann bauen wir das halt so ein bisschen bei Sims mit ein. Ja, ob mir das gelungen ist, keine Ahnung. Da gibt es ein Bastelzimmer unten nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, so Basteln für Playmobil, das hatte ich ganz, ganz früher, ja, vor ein paar Jahren, kann man schon sagen, auch noch gemacht auf YouTube. Tatsächlich erfolgreich. Ja, also erfolgreich heißt jetzt nicht 1000 Abonnenten. Ich hätte 1000 Abonnenten, wenn ich jetzt noch weitermache. Hätte ich auch sogar noch mehr. Habe ich aber nicht gemacht, weil ihr merkt, meine Richtung ist Sims 4, meine Richtung ist Gaming und meine Richtung ist jetzt nicht unbedingt da irgendwie basteln oder allgemein sowas mit Playmobil machen. Das ist irgendwie dann auch nicht so meins, ne? Sonst hätte ich jetzt hier nicht so einen PC und so. Dann hätte ich noch mehr Playmobil und eine bessere Kamera oder so. Ja, genau. Dann waren wir dann noch ein bisschen am Dekorieren, ne? Gut, wir sind durch alle Packs durchgegangen, aber das Base Game nicht. Das war dumm, das hätten wir auch machen können. Wobei das Base Game wäre wahrscheinlich zu viel gewesen noch, ne? Komplett durchs Base Game durch. Nee. Genau, jetzt richte ich das hier ein. Ich dachte, ja klar, so die typischen Sachen. Schulranzen darf auch nicht fehlen, das gehört dazu. Ja, da, das ging dann da nach oben, das wollte ich nicht. Ich glaube, da habe ich das rote Regal benutzt. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall das rote Regal. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja, und ich habe auch viele Mods, wie ihr merkt. Auch viele Mods, die ich gar nicht so installiert habe, sondern die ich für Projekte brauchte. Ich habe auch schon mit Freunden irgendwelche Projekte gemacht. Und dafür habe ich auch so gewisse Mods, die ich auch gar nicht mehr benutze. Die könnte ich auch nicht mehr rausschmeißen. Nur dieser Rauchermod, den habe ich auch nie wieder benutzt, weil ich den jetzt gerade sehe. Das sind also Sachen, die brauchte ich für Projekte mit Freunden. Und ja, sonst hatte ich hier, glaube ich, nichts mehr gefunden. Ja, oder doch, den habe ich benutzt. Den fand ich ganz schön so. Ich weiß, das passt irgendwie so. Das ist ja auch so ein bisschen Landhaus, ne? Es war Familienhaus, so ein bisschen Vorstadthäuschen. Wobei es für Vorstadthäuschen gar nicht mehr so passt. Es ist eher noch so Landhaus, aber so Landvorstadt, Dorf. Ne? Es passt noch ins Dorf. Das habe ich dann nicht benutzt. Das passte nicht, weil das so bunt angemalt war. Und dann, was habe ich sonst noch gemacht? Genau, hier habe ich noch Deko. Hier ist auch mal schön Deko bei, ne? Ja, und dieses eine Pack mit den ganz vielen CC, das ist von Chipped Sim, heißt der, glaube ich. Da habe ich damals auf Discord so einen Beta-Zugang zu diesem Pack bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt zeigen darf. Ich glaube, ich nehme das Ding mal raus. Nicht, dass ich irgendwie noch immer Ärger kriege. Also, ich war auch nachdem irgendwie nie wieder auf dem Discord. Ich habe es nie wieder benutzt, weil ich dann auch eine große Sims-Pause hatte und irgendwie habe ich gar keinen Zugang mehr auf den Discord, muss ich ehrlich sein. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich wurde von dem Discord rausgekickt oder so. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Pack noch, aber habe halt keine Zugriffsrechte mehr auf diesen Discord oder so. Ich weiß es nicht mal mehr, wo der ist, ne? Schade eigentlich, aber konnte ich nicht wiederfinden. Ist halt so, ne? Ja, das Teil hatte ich, glaube ich, hier noch hingestellt. Die Kommode fand ich ganz schön aus nachhaltigem Leben. Die passt eigentlich ganz gut hier noch hin. Habe ich noch einen Teppich später benutzt? Nee, erstmal habe ich hier die Gartensachen reingepackt. Oh, die Gartensachen muss ich später nochmal ändern. Ich habe gesehen, die sind ein bisschen in die Wand reingebackt. Ja, dann habe ich das dann noch hingestellt. So ein bisschen Pflanzels. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann, ja, was habe ich noch benutzt? Noch mehr Pflanzen? Ja, also ich mag Pflanzen gerne. Pflanzen gehören auch in Sims mit rein. Man vergisst manchmal Pflanzen irgendwie. Aber es gibt so viele schöne Pflanzen, ne? Irgendwie sieht man das gar nicht, ne? Man
macht diese Packs alle, guckt die Packs alle durch, aber die Pflanzen übersieht man immer. Man muss wirklich öfter diese Pflanzenkategorie öffnen und wirklich gezielt nach Pflanzen suchen, weil Pflanzen sind so wichtig. Und die machen das halt alles so viel schöner. Und keine Sorge, diese ganze Unordnung, die ist weg später. Diese ganzen Objekte, die ich rausplatziert habe, sind entweder verbaut oder sonst wo. Ja, oder gelöscht eben. Eine Unordnung habe ich übrigens geschaffen, weil das ein Familienhaus ist, ne? Deswegen habe ich eine Unordnung geschaffen. Ja, dieses Hundeteil, ich weiß gar nicht, bleibt das da oder lösche ich es sogar? Wenn ich es lösche, kein Wunder. Wo habe ich das hingepackt? Genau da, glaube ich, hin. Dann kann man die Briefe da reinpacken. War, glaube ich, gar nicht so praktisch. Und dann habe ich das eben in den Farben gemacht. Ich habe nicht so auf Farben geachtet allgemein. Ich habe einfach gemacht, ne? Ich habe einfach so meinen Stil gemacht. Ich habe mich auch nicht fokussiert, habe auch nicht gesagt, hier alles blau oder alles grün oder alles gelb. Sondern ich habe wirklich gemacht einfach. So, da, dann gehört das noch dazu. Wie habe ich das gemacht? Ah, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Genau, da habe ich es runtergecheatet. Habe ich so gemacht, wie ich denke? Nee. Nee, dann habe ich es dahingestellt. Ja, das ist ja... Na gut, dann habe ich es dahingestellt. Ich hätte eine Methode gefunden, wie ich es da unten hingestellt hätte. Ja, man levelt das hoch, dann nimmt man das Objekt einfach weg, beziehungsweise man schiebt das Ding auf die Höhe, zieht das, ach, keine Ahnung, ich kann es auch nicht erklären. Auf jeden Fall hätte ich eine Methode gefunden, wie ich es da drauf kriege, ohne dass das dann immer nach hoch hüpft, vor allen Dingen. Nach oben hüpft, genau, da habe ich dieses, aus Ab ins Schneeparadies platziert. Damit kann man ja bestimmen, ob man mit Hausschuhen oder mit normalen Schuhen einfach ins Haus darf. Ja, ich habe das dann, glaube ich, auch noch geändert. Nee, habe ich nicht. Und Hochbetten, ja, ich wollte nicht Hochbeten sagen, nicht Hochbete, Hochbetten. Gibt's ja auch bald neue, freue ich mich drauf. Ich habe das improvisiert, ich hatte da auch nochmal ein Video vom simfans.de geschaut, in der Hoffnung, dass ich es dann hinkriege. Da gab es Hochbetten, ja, ich muss, Stockbetten, wir sagen Stockbetten, ne, Stockbetten, also wo zwei Betten übereinander sind, geht nicht mehr. Nein, tatsächlich, es wurde gefixt. Also, was heißt gefixt? Es war kein Bug, aber es geht nicht mehr. Also, wir müssen auf die Stockbetten warten. Leider kann man keine Stockbetten mehr bauen, die funktionieren. Das war sehr schade, da war ich sehr enttäuscht. Ich habe mich so gefreut, dass wir Stockbetten eben auch bauen können. Hat dann nicht geklappt. War ich enttäuscht, ne? Aber bald haben wir ja echte Stockbetten und das ist noch cooler. Die dann auch echt funktionieren mit Animationen, hoffe ich mal. Warum habe ich dieses Rot-Orange genommen? Da gab es so schönes Blau, glaube ich. Ich glaube, ich habe es eh wieder gelöscht, weil es nicht passte. Weil die Objekte immer dann überschnitten werden und so. Und das ging einfach alles gar nicht, ne? Guckt, das sah einfach scheiße aus. Ja, auf gut Deutsch gesagt, ne? Habe ich dann wieder weggemacht. So, ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge so gehen soll. Ich nehme das einfach alles auf und dann schneide ich es mir so und muss die Anmoderation danach aufnehmen. Ich weiß, es ist crazy, aber die Anmoderation nehme ich im Nachhinein auf und schneide die vor die Videos. Ja. Genau. Das habe ich dann, glaube ich, weggemacht. Nee, den Teppich habe ich gelassen. Doch, ja. Ja, tatsächlich, den Teppich habe ich gelassen. So, dann waren wir, glaube ich, auch mit dem Eingang fertig, oder? Ja, ihr merkt, ich habe sehr viel, 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 viel Wert auf Details gelegt. Dieses Haus ist übrigens auch jetzt schon, obwohl es noch nicht fertig ist, mit Abstand mein längstes Projekt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so richtig die Nerven zum Bauen gefunden, so richtig detailliert. Mir fehlten plötzlich gar keine Objekte mehr. Also ich habe sowas von detailliert gearbeitet. Das muss daran liegen, dass ich, glaube ich, in letzter Zeit sehr viele Bauvideos geguckt habe. Also irgendwie, ich habe sehr viel Sims 4 geguckt. Ich habe auch Sims 4 erst vor einer Zeit wiederentdeckt irgendwie. Ich hatte ja so eine Sims-Pause, habe ich erzählt. Ich kann nicht alle Games immer zocken, aber ich bin bemüht, Sims jetzt als mein Hauptspiel oft zu zocken, auch gerade wegen YouTube und so, ne? Und ich hatte eine Sims-Pause, aber jetzt gucke ich total viel. Ich glaube tatsächlich, dass ich so viel Sims gucke, dass ich einfach die ganze Zeit am Lernen bin und dass meine Häuser immer schöner werden. Also, ich will nicht mein Haus schönreden, ne? Aber früher habe ich richtig hässliche Häuser gebaut. Da habe ich kein Move Objects benutzt. Da habe ich tatsächlich so gebaut wie Maxis. Beziehungsweise noch schlechter, also wie EA, ne? Wie die Entwickler, das meinte ich damit.
Ja, da habe ich in Blau gearbeitet. Blau ist einfach das Schönste, ne? Diese blaue Küche, die ist einfach so schön, die mag ich gern. Genau, das hier meine ich mit Objekte nach Raum. Objekte nach Funktion hilft euch. Ich werde mich auch umgewöhnen auf Objekte nach Funktion. Das machen viele. Also die viel bauen, arbeiten. So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Die arbeiten viel mit Objekte nach Funktion und nicht nach Objekte nach Raum. Ja, genau, Riesenküche. Und das hier ist ein bisschen inspiriert an das Elternfreudenhaus vom Simfans.de. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen YouTuber heute erwähnt habe. Naja, aber sind sehr schöne Sims-Videos. Auch das Let's Play gucke ich gerne persönlich. Ich kann ja ruhig mal erzählen. Ich darf euch ja ruhig mal eine Empfehlung geben, wo ihr auch mal vorbeischauen könnt. Sind auf jeden Fall auch schöne Videos. Genau, und da hatte ich, das war gut, dass ich das mit dem Elternfreudenhaus kannte, weil dadurch konnte ich diesen einen Fehler dort beheben. Ah, da habe ich einen anderen benutzt oder wie? Auf jeden Fall gibt es dann da so eine Lücke. Da ist eine Lücke dann später am Ende. Und diese Lücke, hier jetzt nicht, glaube ich, die ist dann nur bei den gleich. Und diese Lücke konnte ich dann wieder beheben, weil ich eben das damals mit dem Elternfreudenhaus geguckt habe. Genau, hier habe ich diesen Herd benutzt, aber diese Lücke, ne, die musste man ausgleichen. So, das war dann blöd und dann habe ich ganz andere Theken benutzt. Und dann nimmt man dann ein Brett. Also, was heißt ein Brett? Ein Regal. Das geht gut. Zum Glück habe ich das damals da geguckt mit dem Elternfreudenhaus, ne? Was heißt damals? Ich habe mir das letztens nochmal wieder angeschaut. Also, damals habe ich das auch geguckt, aber tatsächlich, ja, habe ich mir das letztens nochmal wieder angeschaut, weil ich wieder Lust auf das Elternfreudenhaus habe. Ich mag das Haus sehr. Also, gut, ich erzähle die ganze Zeit was von anderen YouTubern, ne? Nee. Und deswegen, ich bin froh, dass ich das gesehen habe, weil jetzt weiß ich nämlich, wie man das da gleich macht mit den Theken, denn da wird gleich ein Problem auftreten, das werdet ihr auch sehen. Und wenn ihr das hier gesehen habt, wisst ihr nämlich auch Bescheid, wie es geht, ne? Das ist nicht schlecht, da lernen alle was. Ich habe es woanders gelernt und ich gebe es euch weiter, ne? So ist Sims Community auf YouTube. Ja, das ist doch mal sinnvoll. Nee, das habe ich wieder gelöscht, das gefiel mir nicht. Ich glaube, damit habe ich gearbeitet, oder? Habe ich das genommen am Ende? Nee, das hier habe ich genommen, ne? Genau, das ist schön, so ein Stahlwaschbecken, ne? Also gefiel mir. Und dann, was habe ich dann gemacht? Noch mehr? Noch eine Kaffeemaschine? Oder haben wir keine? Doch. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Oh ja, eine Teemaschine habe ich noch ergänzt. Eine schwarze, die sieht nicht so schön aus irgendwie. Habe ich die schwarz gelassen? Ernsthaft? Werde ich nochmal ändern. Genau, dann kam das Problem. Genau, das ging nicht. Da musste ich diese längeren Theken nehmen. Und da tritt dann gleich das Problem auf. Kücheninsel von Möbelle. Ja, Möbelle. Und ja, das wird jetzt ganz spannend. Die werden gelöscht. Und jetzt kommen die. Und dann passt das gleich nicht. Aber ich wusste sofort Bescheid, ne? Ihr seht das direkt. Das passt zwar hinten. Aber da passt das ganz und gar nicht, ne? So. Dann habe ich das so gemacht und dann habe ich die. Und dann sieht man das, das passt nicht. Das habe ich dann erstmal nach vorne gemacht und dann war das irgendwie komisch. Achso, dann habe ich gesehen, da war ein weiter drin. Habe ich weiter rausgezogen und dann fiel mir ein, genau da braucht man dann das Brett für. Ach, schon wieder Brett, ja. Habe ich festgestellt, nee, so ging das nicht. Und dann war ich im Überlegen, da reinbacken. Und dann fiel mir das erst ein, ne? Dann fiel mir das erst ein. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf und dann fiel mir ein, stimmt. Weil ich wusste genau, dass ich mich da inspirieren lassen habe. Ne? Das war so geplant. Also, das war schon geplant, dass es so ein bisschen so aussieht wie das. Weil ich das gerade so im Kopf hatte. Und ich dachte, also ist es nicht nachmachen, ne? Aber ich habe mich halt so ein bisschen inspirieren lassen, die Küche so zu machen mit Kücheninsel. Und diesen Elternfreudenobjekten. Aber mehr ist nicht inspiriert, ne? Das könnt ihr auch bestätigen. Das Elternfreudenhaus sieht ganz anders aus. Das klappte dann noch nicht so, wie ich wollte. Das war dann blöd. Ich weiß gar nicht, habe ich es am Ende doch noch hinbekommen oder wie war es dann? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich habe es noch hinbekommen am Ende. Genau, dann habe ich das da so ein bisschen reingeglitscht, gebackt. Keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Und dann ja nochmal versuchen. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Oh, dann war es viel zu hoch. Dann merke ich, ja. Da war es nämlich viel zu hoch und dann musste es wieder ein bisschen runter. War ganz schwierig. Aber irgendwann habe ich es geschafft. Ich merke auch schon, die Folge ist gleich zu Ende, ne? Deswegen, ich würde schon mal sagen, tschüss. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht ist das hier, sind das auch schon zwei Folgen, ne? Aber erstmal tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.